Nehmen die zufälligerweise mit dazu? Nein, die zählen nicht dazu. Darf ich mir... Nein. Gut, ich dachte, ich bin jetzt zu früh gesprungen. War es überhaupt notwendig? Nein. Diesen Risiko gehe ich nicht ein. Scheiße. Ja, mach doch. Sei nicht so lahmarschig. Oh Junge, hör auf. Ich meine jetzt meinen Rechner. Krass, fallen. Nimmt er jetzt den Scheiß ein? Warte. Nein? Oder die rollen erst in die andere Richtung. Ja. Boah, ja, mach doch wieder die alte Wisch, danke. Wie komme ich jetzt dorthin? Hör mal auf mit diesem Scheiß! Möchte was ausprobieren? Das war eine Lebensflasche. Nice. Wieso hat er sich gerade nicht bewegt? Alter! Ist es so schwierig, darüber zu springen? Oh. Ernsthaft, ich hätte da noch ausweichen können. Ich hasse echt Stellen, wo man sich nicht drehen kann.
geiles Deutsch, wo man nicht die Kamera sich drehen kann. Okay, irgendwo ist noch einer. Geh doch darauf, du Affe! Doch, ich hab doch jetzt alle. Jetzt waren keine Start überhaupt. Achso. Tschüss! Hab ich gar nicht gewusst, dass der Hammer überhaupt so mächtig ist. Wie er geflogen ist. Prozent. Ja, renn doch! Aber wo sind denn die anderen? Wo ist der zweite? Dort hinten. Oh ey, Junge, übertreib es nicht. Jetzt komm doch mal her und hör auf mit den Kinderspielereien. Wo kommt der jetzt her? Ich hoffe, es ist der letzte. Nein, das möchte ich nicht abschießen. Ich habe es auch nicht nötig. Mann, Frikadellen, hör auf! Kann der auch einmal normal laufen? Yay! Willst du mich verarschen? Er war doch gerade vorbeigelaufen. Und zwar, wenn es gerade laut war. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt und ich habe mich auch ein bisschen erschrocken. Nein, ich möchte kein Buch. Fick dich!
Was soll der Scheiß? Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Entscheide dich doch mal, du Scharlatan. Oh, blöde Kamera! Hör auf zu rennen! How dare you? Spring doch, du Hure! Sorry für den Ausdruck, ich wollte was anderes sagen. Ich wollte Hund sagen. Jetzt schalte dein Gehirn ein. Ach, hast ja keinen. Das meine ich jetzt nicht als Wortwitz. Mann, wieso muss man immer ungefähr am Ende so einen unnötigen Scheiß machen? Nicht wahr, Fortescue? Wahrscheinlich ist das der wahre Grund, warum er als erstes in der Schlacht gefallen ist. Schieß die ab! Wie kann man nur so dämlich sein? Du sollst ja nicht die Scheißruhe abschießen, sondern die beschissenen Gegner. Willst du mich verarschen? Wie gibt es einen Drachen? Oh Mann, ich hab mich jetzt erschrocken. Ernsthaft, hier fühle ich mich echt teilweise verarscht. Schieß doch mal die Scheißfeinde ab! Am Anfang war es lustig, aber jetzt ist es nur noch lächerlich. Weil der Stinkmorschel nichts auf der Reihe kriegt. Danke, Drache, dass du überhaupt eine Hilfe warst. Junge! Meinte ich Trea aus Spaß? Damit du so einen lächerlichen Scheiß machst? Hau ab, Pennywise! Deine Mutter hat ihn wahrscheinlich auch nur versehentlich geboren. Trottel! Ja, was denn nun? Sag mir jetzt bitte bloß, ich muss jetzt alle beschissenen Geister töten. Zieht jetzt nicht unnötig diesen Scheiß in die Länge. Kann der jetzt mal krepieren?
War's das oder muss ich noch mehr besiegen? Junge, renn doch einfach, du blöde Jan! Hat das Tür? Was nun, Opa? Wie kann man nur so einen Scheiß unnötig in die Länge ziehen? Jetzt hör doch mal auf, du beschissene Kamera! Und du fahrst das Tür auch! Mann, diese perfekte Kamerasicht! Ich glaube, ich muss das vielleicht separat abgeben. Renn! Oh, Fortescue! Wie nett von euch. Das ist die große Schön, nach all den fiesen Zombies mal einem höflichen jungen Skelett zu begegnen. Kommt an Bord! Teilweise echt unnötig. Das muss ich jetzt mal wirklich da kritisieren. Das Level war okay gewesen. Eigentlich hat es ja Spaß gemacht. Aber es wurde nur ein bisschen unnötig in die Länge gezogen. Wem habe ich da nicht angesprochen? Ihn. Gell? Mann, Fortescue. Kann er einmal nicht so hässlich besoffen laufen? Den spreche ich ein andermal an. Ich werde erstmal jetzt ihn hier ansprechen. Wie geht's? Wie steht's? Ja, da hat er recht. Habt ihr euch ein Zauberschwert besorgt? Was, Mann, Daniel? Ihr könnt doch nicht ohne Zauberschwert in die Schlacht gegen die Untoten ziehen. Hier, nehmt meins. Und ihr müsst nie wieder eine Klinge schleifen, so fahr ich durch Schwertstreich heiße. Mit einem Zauberschild allein könnt ihr's nämlich vergessen. Glaubt bloß nicht dem dummen Schildgang. Guter Junge, eher würde ich ein Tablett mitnehmen als einen von seinen lumpigen Schilden. Oh, das sieht nice aus. Dankeschön. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Ich bin gespannt, wie das nächste Level sein wird und wie es heißt. Aber das hier ist definitiv langsam in Sicht. Aber ich bin auch froh, dass es jetzt mittlerweile gut klappt. Mit allen Leveln halt, ungefähr. Dass ich jetzt auch alle Kelche einsammeln kann und so weiter. Unter anderem liegt es ja auch daran, weil ich ja auch
genügend Flaschen habe. Aber jetzt darf ich ja zum nächsten Mal die jetzt alle wieder auffüllen. Zum Glück kann man das erste Level wieder spielen. Gehst du mal runter? Okay. Ah, nee. Okay, das nächste Level heißt der See. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Es sieht jedenfalls nicht schön aus, wie ich sehe. Wird wahrscheinlich so ähnlich wie dieser Level davor. Ich habe wieder den Namen vergessen, irgendwas mit Toten. Ja, und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.